Okay, willkommen zurück bei Alien Isolation. Hier ist euer Nerosuit. Und wir sollen uns jetzt Lingards Büro angucken. Weil, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ist auch irgendein Bereich, wo wir mal waren. Aber weil wir irgendwie was gefunden haben, die hat da wahrscheinlich ein Medkit, so wie ich das jetzt verstehe. Und zu diesem Büro kommen wir wahrscheinlich nur über diesen Lüftungsschacht, warum auch immer. So. Jetzt können wir hier reinklettern. Und hier hoch. Na toll, und jetzt höre ich das Fieber. Und der schon Jumpscare. Oh, wir haben hier einen Point of No Return. Und es ist hier. Verstecke mich erstmal. Da gibt es schöne Bilder. Tja, wo ist es jetzt? Direkt neben mir. Da ist es. Jetzt wüsste es. Aber eher so links, ja. Na, jetzt guck's da. Jetzt machen wir gleich das. Nee. Okay. Das ist echt problematisch. Hier ist wieder eine Leiter. Stockwerk wechseln. Okay. Ne, das ist hier noch. Wir warten mal schön ab. Als wüsste es das. Da ist ein Zimmer direkt gegenüber. Aber ich bin noch nicht raus. Ich meine, das braucht. Okay. Das Problem ist halt, das ist innerhalb von Sekunden hier im Raum. Wenn ich jetzt rausgehe, das hört das doch. Jetzt ist es ein Lüftungsschacht, oder? Ja. Okay. So, hier soll es irgendwo sein. Senior Medical Officer. Ist eine Karte oder sowas. Oh oh. Geh rein. Jetzt ist es gerade rausgekommen. Immer noch zu nah. Jetzt kommt's rein.
Da ist es. Wie viel Schiss ich davor hatte, ja. Aber wenn man damit konfrontiert wird, dann irgendwann gewöhnt man sich dran. Dann ist so ein bisschen du und ich. Jetzt scheint es den aber gerade nicht so kontrollieren zu wollen. Okay, wir sind im Raum. Da ist ein Computer. Oh Mann, ey, durchsuchen den Raum. Als näheres Kabel leer. Ist auch so geheim. Fricht Lindgard. Was denn jetzt? Hier Lindgard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott, steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Okay, das hat sie sich jetzt angehört und weiß, sie muss im Operationssaal nach einem Medkit gucken. Toll. Der ist da hinten. Da ist Sicherheit. Wie wär's denn mit einem Speicherpunkt, meine Fresse? So wollte ich es nicht ausdrucken. Aber ein Speicherpunkt wäre schön. Jetzt ist es in den Lüftungsschächten, okay. Jetzt nicht mehr. Naja. Das ist noch nah. Können wir mal gucken. Personalkombüse. Sicherheit gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier ist nix. Ja, letzte Folge habe ich gemeint, ich habe den Schwierigkeitsgrad nicht weiter erhöht. Damit meine ich natürlich verringert. Das heißt, ja, ich habe jetzt nicht auf normal gestellt, ist eigentlich noch auf schwer. Und eigentlich auch. Was ist das hier? So, Sicherheit. Alter, dein Ernst? Also nur links rum. Ich will aber nicht, wenn das jetzt hier steht, dann will ich nicht, dass es mich sieht. Das läuft doch hier innerhalb von 3 Sekunden rum.
und ich würde immer noch gerne speichern. Ich weiß nicht, was ich mit dem Elektroschocker machen soll, da mache ich ja auch nichts gegen das Alien. Jetzt kommt's wieder. Jetzt hört's wieder ab. Jetzt ist es in Schächten. Jetzt ist direkt davor. Nicht dein Ernst. Jetzt weiß es. Jetzt wird es mich kontrollieren, spätestens. Ja. Nein! Oh, ich habe einmal nur kurz eingetillt. Sorry. Ja, man ist schon in gewissem Maße nervös. Weil man... Boah, das ist doch jetzt behindert. So, jetzt muss ich ins Büro mir das nochmal anhören. Ich hab's gehört. Hier ist das Büro, oder? Ja, jetzt soll ich mir nochmal angucken. Karte aktualisieren. Terminal zugreifen. Ich hoffe, das Spiel kriegt so ein bisschen auf die Reihe hier. Bricht Lingard da. Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sebastopol-Station. Ich möchte... Jetzt war es in den Lüftungsschächten. Hier kommen wir nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Gehen in die Area. Uiuiui. Scheint eigentlich nichts. Ein Speicherpunkt wäre immer noch schön. Nach links und dann nach rechts. Ne, es ist da. Die Musik ist nämlich so dramatisch. Der. Weil man wird so nervös und zuckt dann immer so. Und dann drückt man nur leicht zurücklehnen oder so und dann hat es gleich wieder was. Jetzt schon wieder da. Dann warten wir doch noch mal eine Runde. Und wie geht's euch so? Also ich stecke hier mal wieder in einem Schacht drin, in der Kabine. Und ein Alien sucht mich.
Ne, ist immer noch zu nah dran. Machen wir nix. Jetzt höre ich es nicht. Mal ein Versuch. Oh, das ist schon wieder so ein langer Gang. Oh, dieses Hell. Ich abspeichern, ne? Da ist es gerade. In die Lüftungsschächte. Jetzt kommt's wieder raus. Oh. Das für sehr gefährlich. Oh, fick dich. Ja, das war krass. Nein, okay, ich bin bereit wieder für... Boah, das haben sie auch gemein gemacht. Fix Air Conditioner. Ist es wieder weg? Das ist ein Lüftungsschacht. Besuchern ist das Rauchen untersagt. Ja. Da ist Sicherheit. Hier ist ein Speicherpunkt. Sehr schön. Oh mein Gott. So. Zugangscode benötigt. Wie ist das jetzt hier? Molotow-Cocktail. Alles klar. Ich habe abgespeichert. Wenn ich jetzt drauf gehe, dann wissen wir, dass man auch dabei erwischt werden kann. Ansonsten lege ich es jetzt mal drauf an. Colonel Marshall-Richtlinie. Dr. Mowley, es interessiert mich nicht, was Sie meinen, unternehmen zu müssen. Verschwinden Sie aus San Cristobal sofort. Sie wissen, was wir da drin aufgebaut haben und es tut mir wirklich leid, was das für die unverlegbaren Patienten dort bedeutet, aber es geht nicht anders. Dies ist die letzte Warnung. Marshall Waits. Okay, was haben die da gemacht? Mowley, Sie müssen das aus der Krankenstation raus. Wir haben Lager im Habitatturm aufgeschlagen. Die Menschen kämpfen um Vorräte. Es kommen mehr Verletzte zu uns, als dass wir Medikamente haben, sie zu versorgen. Und mein Team ist, um es milde auszudrücken, sehr erschöpft. Ich weiß nicht, wie sie die Abriegelung aufheben wollen, aber falls sie den Zugang zu St. Christopher's Hauptstation brauchen, der lautet, Code lautet 2505. Die St. Christopher Krankenstation wurde bis auf weiteres von den Colonel Marshalls abgeriegelt. Sevastopols Pflegeteam hat auf der Station Feldlazarette aufgebaut. Um die derzeitige Krise zu bewältigen. Moment, ich muss mir den Code aufschreiben, fällt gerade ein. 2505. Immer was zum Schreiben. Wir haben auch in der Alien-Apokalypse. Ist dann wohl auch ein recht wichtiger Hinweis. Das haben wir schon bei den Räumen gemerkt. Dr. Lingard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seekson? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind wir etwa keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von Ihnen hat mir mitgeteilt, dass Sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen,
interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über sie? Nicht so viel wie ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarkt-Sanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Okay. Da ist es aber nicht der, oder? Doch. Alles klar. Samuels, bin schon unterwegs. Taylor ist verletzt. Wir haben immer noch kein Medkit. Wir müssen noch immer zum Operationssaal. Aber ich kann noch mal speichern. Und dann gucken wir mal hier weiter. Hier geht's nicht weiter, ist klar. Das ist bestimmt schon weitergegangen. Und wir sollen jetzt hier öffnen. Alles klar. Dem Kollegen geht's nicht gut. Okay, das Alien ist gegenüber. Wir können also nur nach links. Hier ist alles im Eimer, Samuels. Ja, hier ist ziemlich alles im Eimer. Ja, man kann, ich krieg so ein Gefühl, glaube ich, langsam dafür. Oh, hier war eine Karte oder sowas. Wenn man ein bisschen in Bewegung bleibt. Hier sollen wir doch hin, oder? Erstmal haben wir ein Versteck hier. Sieht nicht so gut aus. Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. OP, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Na, dann hau. Die Kreatur ist aber noch hier bei mir, Kollege. Da ist noch irgendwas. Nein. Was ist denn da noch? Ausweiskarte. Ja. Ist jede Menge. Das ist eine Karte. Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und Eingangszulassung angeben. Da. Geh da rein, Digga. Die hat auch hier über Fotos gemacht mit ihren Kindern, ne? Und über in den Spinden aufgehangen. Oh nein. So, jetzt haben wir eine Karte. Hier ist ein langer Gang mit einigen Türen. Ja. Eins, zwei, drei, ich höre nichts. Hier kamen wir her, wir können auch nochmal abspeichern.
Speicher nochmal ab. Und dann nehmen wir uns den nächsten Abschnitt vor. Jetzt ist es wieder hier. Ja. Also seid wieder dabei. Wenn es heißt Alien Isolation. Und ja, wir versuchen nächstes Mal dann hier einfach weiterzulaufen und zum Christopher-Empfang zu kommen. Weil angeblich soll ja die Kreatur von den Pistolenschüssen angelockt werden oder die auch gehört haben. Was wir nicht so wirklich nachvollziehen konnten. Aber wer weiß, vielleicht passiert das dann noch, dass die nochmal abhaut. Jedenfalls. Ja. Werden wir uns da hoffentlich in der nächsten Folge bis dahin durchschlagen. Also, schaltet wieder ein. Und ja, lasst ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Nerosoto.